Er hört einfach nicht auf. Street-Art-Künstler Banksy hat seine aktuelle Tierbildserie um ein neues Werk erweitert. Das Bild auf einem Rolltor des Zoos in London zeigt einen Gorilla, der eine Plane anhebt, sodass mehrere Vögel und eine Seerobbe entkommen können. Der britische Rundfunksender BBC sieht darin das Ende der Serie, die am vergangenen Montag mit einer kauernden Ziege an einer Hauswand in Richmond westlich der britischen Hauptstadt begonnen hatte. Das ist sein neuestes Werk, hinterlassen im Londoner Zoo. Und nur einen Tag vorher dieses. Mit seinen verschiedenen Tiermotiven hält Banksy die Bewohnerinnen und Bewohner Londons seit Tagen auf Trab. 9 Werke sind es inzwischen. Bei Instagram postet er seine neuen Bilder und bestätigt somit auch seine Urheberschaft. Doch die ersten Langfinger ließen bei der großen Banksy-Tiershow nicht lange auf sich warten. Nachdem der Künstler sein Werk, diesen Wolf, vor ein paar Tagen bei Social Media zeigte, war es kurz darauf auch schon verschwunden. Geklaut, mitten am Tag. Ob Banksy seitdem extra nur noch auf Wände gesprayt hat, die nicht zu klauen sind, bleibt Spekulation. Genauso wie die Frage, wer sich hinter dem Künstler verbirgt. Wer ist Banksy? Im Netz wird über ihn und seine Werke diskutiert, gepostet und spekuliert. Es gibt viele Gründe zu glauben, dass Banksy diese animalistischen Kunstwerke schafft, um zu zeigen, dass wir selbst uns wie Tiere verhalten. Was haltet ihr von Banksys neuem Werk? Warten wir mal ab, wo sein nächstes Bild auftaucht. Ein gern zitierter Spruch aus früheren Zeiten lautet ja, hinter einem starken Mann steht eine starke Frau. Für das Ehepaar Hitchcock ist das allerdings nicht so ganz zutreffend. Alma Hitchcock stand nicht hinter dem Meisterregisseur. Manche Filme sind nahezu Seite an Seite entstanden. Sie brachte nämlich zahllose Ideen ein. Das lässt sich nachlesen in einer Doppelbiografie, die kürzlich erschienen ist. Selbst ihre Geburtstage hatten sie direkt hintereinander. Gestern wäre Alfred Hitchcock 125 Jahre alt geworden, seine Frau heute. Selbst seine Silhouette verrät ihn schon. Alfred Hitchcock, ein britisches Markenzeichen wie Barber und Bentley. Man kennt und erkennt ihn auch wegen seiner Sekundenauftritte in den eigenen Filmen. Gut ein halbes Jahrhundert lang ist der Regisseur mit Alma verheiratet. Sie lernen sich bei Dreharbeiten in London kennen. Alfred ist der Regieassistent, Alma die Cutterin. 1926 wird geheiratet. Was mir die Enkeltöchter erzählt haben in Los Angeles, dass der Respekt bei ihnen am wichtigsten war. Also er hat Alma, die sein Ein und Alles war, auf Händen getragen, hat sie sehr respektiert und sie sehr wertgeschätzt. Wertgeschätzt auch als professionelle Beraterin. Für seine Doppelbiografie über die Hitchcocks hat Tilo Wüdra unter anderem in den Archiven der Oscar Academy recherchiert, mit Angehörigen und Weggefährten der beiden gesprochen. Sein Buch belegt, Alma war Alfreds wichtigste Kritikerin und Beraterin. Ohne Alma lief wirklich nichts. Und Alma hatte das letzte Wort bei jeder Produktion. Und die Los Angeles Times hat ja gesagt, der Hitchcock-Touch hatte 4 Hände. 2 davon gehörten Alma. Privat setzen die beiden Hochspannungsspezialisten lieber auf Entspannung. Ihre gemeinsamen Abende sind nicht unbedingt ein Hitchcock-Stoff. Sie macht dem Abendessen und wir sind zusammen allein. Nur das. Und wir gehen zum Bett um 9 Uhr oder 10. Weit spannender ist die gemeinsame Arbeit. Alma hinterlässt viele Spuren in Alfreds Filmen, zum Beispiel im Juwelenraub-Thriller Über den Dächern von Nizza. Sie schlägt vor, diese Autoverfolgung von einem Helikopter aus zu filmen. Hitchcocks Horrorfilmprojekt Die Vögel ist so gar nicht nach Almas Geschmack. Ihr knappes Urteil, zu wenig Handlung, zu viele Vögel. Doch dieses Mal hört Alfred nicht auf sie. Gut so, denn wie viel ärmer wäre das Kino ohne diesen Möwen- und Krähen-Klassiker?